Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist René Wengelewski und in dem heutigen Video geht es um das so oft gefragt und diskutierte TMS. Es steht ja immer wieder zur Diskussion, wie man einen solchen Fanvario fahren könnte, möchte, sollte. Das geht über verschiedene Art und Weisen, mit TMS, ohne Fahrpedalmodus oder mit dem Joystick. Da möchte ich in diesem Video einmal drauf eingehen. Aber dafür sollten wir erstmal ein paar grundlegende Sachen klären. In den Fan Basics Teil 1 haben wir ja bereits geklärt, dass alle orangenen Elemente hier in dieser Kabine in irgendeiner Art und Weise mit dem Fahren eines solchen Schleppers zusammenhängen, beziehungsweise mit dem Motor- und Getriebebereich. Also angefangen mit der Feststellbremse hier auf der linken Seite neben unserem Lenkrad. Die müssen wir natürlich lösen, damit wir überhaupt losfahren können. Dann haben wir neben unserem Lenkrad unsere Wendeschaltung. Da habe ich ja bereits einen Quicktip zu gemacht. Also generell ist sie ja dafür da, um einen Fahrtrichtungswechsel einzuleiten. Vielleicht gibt es dazu demnächst nochmal wieder einen Quicktip. Dann haben wir natürlich unser Gaspedal ganz normal hier unten rechts auf der Seite. Und in unserer Armlehne haben wir natürlich noch ein paar mehr orangene Elemente. Damit zum einen natürlich unseren Joystick mit den C1 und C2 Tasten für unsere Tempomaten, die wir vorwählen können. Min- und Max-Tasten, in denen wir verschiedene Motordrehzahlen abrufen können. Und links unsere Beschleunigungsrampen 1 bis 4. Und hier unten können wir dann nochmal diese Abbildung erkennen am Joystick. Was passiert, wenn wir den Joystick in welche Richtung betätigen. Links von unseren Linearmodulen haben wir dann noch so ein kleines Drehrad. Wenn wir das nach oben drehen, dann erhöht sich unsere Motordrehzahl. Da können wir also unser Standgas manuell einstellen. Rechts von unseren Linearmodulen haben wir unsere Fahrpedalauflösung. Komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Wenn wir TMS im Fahrpedalmodus nutzen, können wir dort unsere maximale Fahrgeschwindigkeit einstellen. Dann haben wir rechts in dem Bereich noch unsere Folientaster. Auf der linken Seite sind dort auch 6 orangene. Ganz oben 1 und 2 ist unser Fahrbereichswechsel, also ob wir in Fahrbereich 1 oder 2 arbeiten möchten. Darunter, ob wir mit TMS oder ohne, beziehungsweise im Fahrpedalmodus oder nur mit dem Joystick fahren möchten. Und darunter können wir unser Getriebe drucklos machen, indem wir die Neutraltaste drücken. Und links daneben haben wir jetzt einen freien Platz, also eine unbelegte Taste. Eventuell ist bei euch dann ein ABS-Zeichen oder sowas drauf. Ist in diesem Fall nicht vorhanden. Und wenn wir in unser Terminal gehen, in unseren Motor- und Getriebebereich, sehen wir auch, dass das alles orange ist. Dort kommen wir aber in den Fan Basics Teil 4 genauer darauf zu sprechen, also ganz entspannt bleiben. Bevor wir aber klären, wie wir diesen Ofen hier am besten bewegen können, müssen wir uns jedes Mal, wenn wir uns raufsetzen, einmal die Frage stellen, in welcher Fahrstufe bzw. in welchem Fahrbereich wir eigentlich fahren möchten. Dafür haben wir hier die Stufen 1 und 2. Bei den Fahrbereichen 1 und 2 könnt ihr euch grundsätzlich merken, dass der Bereich 1 eigentlich für schwere Acker- und Zugarbeiten auf dem Feld gedacht ist und der Fahrbereich 2 in der Regel genutzt wird, wenn man ganz normale Transportarbeiten auf der Straße vollzieht. Wenn ihr jetzt eine Fahrbereichsschaltung von Stufe 1 in 2 vollziehen wollt, müsst ihr immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das Ganze eine Synchronschaltung ist. Bedeutet, wenn ich also diese ganze Geschichte ohne Last schalte, halten auch die Synchronringe deutlich länger. Also ich habe in dem letzten Video bereits beschrieben, wie so ein Vario-Getriebe aufgebaut ist und wie es in etwa funktioniert und wo die Fahrbereichsschaltung ja in etwa sitzt. Und bei dieser Fahrbereichsschaltung sieht es so aus, dass eben eine Kupplungsmuffe, vereinfacht gesagt, von einem Zahnrad auf ein anderes Zahnrad rübergeschoben wird. Also müsst ihr euch ein bisschen vorstellen, wie beim Fahrrad, bei einer Kettenschaltung, wenn ihr diese Schaltung mit oder ohne Last vollzieht. Ist natürlich ohne Last auch irgendwie einfacher und besser und knallt nicht so. Und genauso ist es eben bei so einem Vario auch. Grundsätzlich sieht es so aus, wenn diese Schaltmuffe halt vom einen Zahnrad auf das andere rübergeschoben wird, müssen ja irgendwo die Drehzahlen angepasst werden. Und dafür sind die Synchronringe dazwischen, die eben dagegen gedrückt werden, dass die Drehzahlen angeglichen werden. Dabei entstehen natürlich Drehmomente und Reibungen. Und wenn das Ganze ohne Druck vollzogen wird, dann haben wir natürlich geringeren Verschleiß an den Synchronringen. Um diesen Fahrbereichswechsel jetzt eben ohne Last vollziehen zu können, wird eigentlich immer empfohlen, dass der Träger dafür komplett steht. Also nicht irgendwie durch die Gegend fahren und dann da den Knopf drücken, sondern wirklich anhalten und dann den Fahrbereichswechsel vollziehen. Unter Umständen geht das auch, wenn ihr auf ebener Fläche ganz leicht rollt, aber eigentlich sollte man dafür immer im Stillstand sein. Und dann solltet ihr zusätzlich noch das Getriebe komplett drucklos machen. Also dafür entweder einmal die Kupplung treten während des Wechsels oder vorher einmal die Neutraltaste drücken. Dann ist das Getriebe drucklos, dann könnt ihr ganz einfach den Fahrbereichswechsel vollziehen und danach kann es weitergehen. Falls ihr das Ganze einmal vergessen solltet, warum auch immer, und ihr dann zum Beispiel im Fahrbereich 2 anfangt zu ackern, was hoffentlich nicht passiert und vielleicht nicht so hohe Zugkräfte auftreten, als dass ihr es direkt merkt, und das Getriebeöl dann irgendwann über 50 Grad Celsius erreicht,
dann meldet er sich auch von selber und sagt euch, dass ihr bitte von Fahrbereich 2 in 1 umschalten möchtet. Wenn ihr den Fahrbereich ausgewählt habt, könnt ihr euch jetzt endlich den Fahren widmen. Und da gibt es ja bei dieser Kiste jetzt generell 3 verschiedene Möglichkeiten. Ich kann also entweder ohne TMS fahren oder mit TMS und dann im Fahrpedal oder im Joystick-Modus. Bei älteren Generationen ist es ja so, dass TMS noch optional war. Also gibt es wahrscheinlich noch einige, die gar kein TMS auf ihrem Trecker drauf haben. Da gibt es natürlich nur die eine Möglichkeit, dass ich eben komplett ohne TMS fahre. Aber wir spielen heute alle Szenarien einmal durch. Und da muss ich euch direkt jetzt von vornherein einmal enttäuschen. Es gibt also kein Patentrezept, wie man richtig oder getriebeschonend fährt. Also man kann sowohl mit dem Fahrpedal als auch mit dem Joystick alleine getriebeschonend fahren. Es kommt eigentlich immer auf den Fahrer, also auf die Geschichte zwischen Sitz und Lenkrad an. Was ist jetzt aber überhaupt TMS? Also es steht generell erstmal für Traktor-Management-System und bedeutet, die Traktorelektronik übernimmt die komplette Steuerung vom Motor und Getriebe. Ich gebe als Fahrer also nur noch meine Fahrgeschwindigkeit vor, die ich fahren möchte, und den Rest übernimmt komplett der Trecker von selbst. Bedeutet, ich habe natürlich einen enormen Komfortgewinn und auch eine deutlich wirtschaftlichere Fahrweise, weil eben Getriebe und Motor deutlich besser aufeinander abgestimmt sind und halt immer die ideale Fahrweise angenommen wird für diese Fahrgeschwindigkeit, die ich vorgewählt habe. Wenn ich jetzt in der ebenen Fläche mit meinem Schlepper am Ackern bin, gebe ich eine gewisse Fahrgeschwindigkeit vor. Dafür brauche ich natürlich eine gewisse Motordrehzahl und daraus resultierend habe ich einen entsprechenden Kraftstoffverbrauch. Wenn ich jetzt aber im kupierten Gelände unterwegs und der Trecker fährt irgendwo am Berg hoch, wird natürlich die Last auf den Trecker, auf Motor und Getriebe größer und TMS erhöht entsprechend die Motordrehzahl, um die Fahrgeschwindigkeit weiter halten zu können. Gleichzeitig erhöht sich natürlich auch der Kraftstoffverbrauch, weil es eben mehr Kraft kostet, die Geschwindigkeit bei dieser Steigung zu halten. Sobald die Last weniger wird, wenn ich also oben auf der Kuppe angekommen bin, wird die Einspritzmenge wieder zurückgenommen, weil ich ja eben weniger Kraft brauche, um die Geschwindigkeit zu halten. Und so versucht TMS eben, den Motor mit möglichst abgesenkter Drehzahl zu fahren, sodass ich eben auf einen geringeren Kraftstoffverbrauch bzw. eine wirtschaftlichere Fahrweise komme. So, ich sagte aber ja bereits, dass es grundsätzlich 3 verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen Schlepper hier zu fahren. Ohne oder mit TMS im Fahrpedal oder im Joystick-Modus. Alle 3 Modi haben aber die Gemeinsamkeit, dass das Getriebe elektronisch über den Fahrhebel gesteuert wird und die Motordrehzahl angepasst wird. Wenn ich ohne TMS fahre, mache ich das natürlich manuell über mein Gaspedal. Wenn ich mit TMS fahre, wie bereits erwähnt, wird die Motordrehzahl automatisch angepasst. Außerdem ist die Steuerung über den Joystick in allen Modi gleich. Ich habe also hinter meinem Joystick hinten eine Aktivierungstaste, die ich drücken muss, wenn ich den Joystick eben in die verschiedenen Richtungen schiebe. Wenn ich die Aktivierungstaste drücke und den Joystick einmal nach vorne schiebe, fährt der Trecker vorwärts. Wenn ich den Joystick nach hinten ziehe, fährt er entsprechend rückwärts. Wenn ich die Aktivierungstaste drücke und den Joystick nach links schiebe, wird ein Fahrtrichtungswechsel vollzogen. Hat also die gleiche Funktion wie meine Wendeschaltung links neben dem Lenkrad. Und wenn ich den Joystick nach rechts drücke, wird mein Tempomat aktiviert. Und das ist die einzige Funktion an diesem Joystick, die nicht mit der Aktivierungstaste ausgelöst wird. Also ich kann den Joystick ganz einfach so rüber drücken und dann wird der Tempomat angefahren. Funktioniert natürlich nicht, wenn ich jetzt hier so im Stillstand bin, sondern ich muss entweder vorwärts oder rückwärts fahren. Die Tempomaten wähle ich mir hier über meine C1 und C2 Tasten vor. Also wenn ich jetzt C1 aktiviert habe, vorwärts fahre und den Joystick nach rechts drücke, dann wird der Tempomat 1 angefahren oder der Tempomat 2. Und dann gibt es noch einen kleinen Funfact: Wenn ich keinen Tempomaten vorgewählt habe, also C1 und C2 nicht leuchten und ich eine gewisse Geschwindigkeit vorwärts oder rückwärts fahre, dann den Joystick nach rechts drücke, habe ich einen temporären Tempomat. Also ich habe prinzipiell noch einen dritten Tempomaten, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Was außerdem noch gleich ist, sind diese Beschleunigungsrampen hier links an meinem Joystick. Die haben ja einmal Einfluss auf die Beschleunigung des Schleppers sowie auf den Richtungswechsel. Einzige Ausnahme ist, wenn ich mit TMS im Fahrpedalmodus fahre, dann haben diese Beschleunigungsrampen keinen Einfluss auf die Beschleunigung, weil ich das über das Gaspedal mache. Allerdings auf den Richtungswechsel. Also wenn ich eine kleine Stufe wähle, also eine kleine Beschleunigungsrampe, dann wird der Richtungswechsel langsamer vollzogen als in einer hohen Stufe. Die Pumpe schwenkt dann entsprechend langsamer aus als in einer hohen Stufe. Generell gilt aber, je schwerer die Zugkraft, desto geringer sollte die Beschleunigungsrampe gewählt werden. Also das Getriebe wird ja immer bei erhöhter Last in Sprüngen zurückgeschaltet. Ich kann euch mal so eine Tabelle einblenden, wie groß die Sprünge bei den verschiedenen Rampen sind. Also wenn ich den Joystick jetzt zum Beispiel in Beschleunigungsstufe 1 einmal antippe, habe ich einen Geschwindigkeitssprung von etwa 1,5 km/h. Und wenn ich den zurückziehe, entsprechend auch. Und wenn ich die Beschleunigungsstufe auf 4 wähle,
habe ich einen Sprung von 2 km/h immer. Also den Joystick einmal nach vorne tippen, springt die Geschwindigkeit um 2 km/h nach oben oder eben weniger, wenn ich eine geringere Stufe wähle. Und wenn ich den Tempomat reinmache, zum Beispiel auf 55 km/h und von 0 bis 55 beschleunigen will, kommt der eben schneller zu der maximalen Geschwindigkeit, wenn ich eine hohe Beschleunigungsrampe eingestellt habe. Dabei sollte natürlich auch wieder darauf geachtet werden, je höher ich die Rampe gewählt habe, desto größer sind auch die Drücke in meinem Getriebe. Also das korreliert eben wieder mit dieser Aussage, je höher die Zugkraft, desto geringer sollte die Beschleunigungsrampe gewählt werden. Also normalerweise kennt man es ja so, dass immer die 3 irgendwie standardmäßig drin ist. Bei Ackerarbeiten kann man dann ganz gerne mal auch auf 2 oder sowas zurückschalten. Und wenn man jetzt zum Beispiel solo mit einem Schlepper auf der Straße unterwegs ist, spricht auch nichts dagegen, in 4 zu fahren. Also das ist dann kein Thema. Starten wir aber jetzt einfach mal mit Möglichkeit 1 ohne TMS. So, ich muss wirklich sagen, ich nutze eigentlich bei jeder Arbeit TMS. Ich wüsste auch keinen speziellen Fall, wann man es ausmachen sollte. Vielleicht gefällt es einigen nicht, vielleicht haben sich welche noch nicht dran gewöhnt oder so. Ich nutze aber generell bei jeder Arbeit TMS, also sei es mit dem Fahrpedal oder mit dem Joystick. Damals war ich eigentlich immer Team Joystick, hat sich mittlerweile so ein bisschen gelegt. Also ich wechsle auch mal zwischen hin und her. Und wie gesagt, es gibt da kein Patentrezept, was richtig oder falsch ist. Welche sagen, man kann das Gaspedal bei mir rausschrauben, ich mache alles nur über den Joystick. Welche fahren immer über Fußgas, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir wollen jetzt aber erstmal ohne TMS fahren. Dafür müssen wir natürlich unsere Folientaster hier ausschalten. Dafür einfach aufs Fahrpedal drücken und dann sind beide LEDs aus. Also weder Fahrpedal noch TMS leuchtet. Und damit haben wir TMS jetzt komplett deaktiviert. So, und jetzt bin ich komplett ohne TMS unterwegs. Jetzt können wir uns vorne im Bordinformator einmal die 2 grünen Pfeile angucken. Da blinkt ein grüner Pfeil nach vorne und einer nach hinten, beziehungsweise einer nach oben, einer nach unten. Der zeigt an, welche Fahrtrichtung wir vorgewählt haben. Und wenn wir jetzt den Joystick einmal hier in die Hand nehmen und die Aktivierungstaste drücken und den Joystick nach vorne schieben, dann merken wir direkt, dass der Trecker vorwärts fährt, ohne dass wir was machen. Und der grüne Pfeil nach oben bzw. nach vorne leuchtet im Bordinformator. Wenn ich jetzt die Aktivierungstaste drücke und nach hinten ziehe, fährt der Trecker rückwärts und der Pfeil leuchtet nach hinten. So, ihr seht schon, wenn ich den Joystick einfach in die andere Richtung wieder einmal mache, ohne Aktivierungstaste, bleibt der Trecker auch komplett stehen. Wenn ich dazu jetzt ein bisschen Gas gebe, wenn ich fahre, passiert erstmal nicht so viel. Also der Trecker hält jetzt irgendwie die Geschwindigkeit, wird vielleicht einen kleinen Ticken schneller, aber die Motordrehzahl erhöht sich eben dazu. Wenn ich jetzt mit dem Trecker weiter beschleunigen möchte, muss ich einfach den Joystick nach vorne gedrückt halten, wenn ich halt so ein bisschen rolle und Gas geben, oder nach rechts und den Tempomat anmachen. Jetzt seht ihr, im Standgas passiert gar nichts. Wenn ich nämlich ohne TMS fahre, muss ich eine Mindestmotordrehzahl von 1300 Motorumdrehungen haben, damit der Tempomat angenommen wird. Also ich muss dann C1 oder C2 aktiviert haben, mindestens 1300 Motorumdrehungen haben. Wenn ich den Joystick dann nach rechts schiebe, dann beschleunigt er bis zu meiner im Terminal eingegebenen maximalen Geschwindigkeit. Anhalten funktioniert, indem ich einfach die Bremse trete. Und ihr merkt schon, oder ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade so mitkriegt, wenn ich jetzt stehe, also wenn ich kein TMS anhabe und bis zum Stillstand runterbremse, hört man, dass ein leichter Getriebedruck entsteht. Also das Getriebe schwenkt halt nicht komplett zurück und ich arbeite mit meiner Bremse gegen das Getriebe. Das ist nicht so, wenn ich in TMS fahre, dann kann ich einfach bis zur Ampel runterbremsen auf 0 km/h, ist überhaupt kein Thema. Und wenn ich ohne TMS fahre, merke ich immer, dass dann auch das Getriebe gegendrückt, weil eben nicht alles miteinander angepasst gesteuert wird. Also ja, ich muss halt alles manuell einmal regeln. Ich kann natürlich genauso gut anstelle meines Fußgases mit meinem Handgas die Motordrehzahl vorwählen und dann fahren. Also funktioniert auch. Aber generell nochmal zusammengefasst, wenn ich losfahren möchte, Aktivierungstaste drücken, den Joystick nach vorne oder hinten ziehen und dann muss ich meine Motordrehzahl vorwählen, mindestens 1300 Motorumdrehungen haben, um den Tempomaten aktivieren zu können. Und ansonsten kann ich alle Funktionen nutzen. Also ich kann entweder die Wendeschaltung dann links neben Lenkrad aktivieren, die Wendeschaltung, indem ich den Joystick einmal nach links mit der Aktivierungstaste ziehe. Und ich reduziere meine Geschwindigkeit, indem ich entweder die Betriebsbremse drücke oder den Joystick stufenweise nach hinten ziehe. Dabei ist natürlich immer darauf zu achten, dass der Joystick nicht volles Brett nach hinten gezogen wird. Es sollte also niemals zu einer extremen Schubsituation kommen.
Die Motordrehzahl sollte also niemals extrem hoch gehen, sodass es halt nicht zu extremen Drehzahlen im Motor- und Getriebebereich kommt. Generell solltet ihr euch deswegen immer angewöhnen, die ganz normale Betriebsbremse zu nutzen. Vor allem, wenn ihr mit einem Gespann unterwegs seid, mit Anhängern hinten dran oder so. Immer die Betriebsbremse einfach nutzen und mit dem Joystick, wenn überhaupt, nur mal so ein bisschen nach hinten ziehen und damit ein bisschen verzögern, aber niemals voll zurückhalten, dass die Motordrehzahl voll hoch geht und da eben, wie gesagt, extreme Drücke entstehen. Wo wir eigentlich auch schon bei Fahrmöglichkeit Nummer 2 wären, mit TMS im Joystick-Modus. Um das TMS nur für den Joystick jetzt zu aktivieren, müsst ihr natürlich wieder eure Folientaste hier drücken, wo TMS draufsteht, die andere Taste nicht aktivieren, die wäre für das Fahrpedal, also nur die TMS-Taste. Und dann könnt ihr auch hier im Terminal erkennen, dass hier TMS hinzugekommen ist. Also wenn ich es nochmal ausmache, ist es weg. Und wenn ich es wieder einschalte, dann sagt er hier TMS. Ich habe jetzt gesagt, dass TMS komplett die Steuerung vom Motor und Getriebe selber übernimmt. Also können wir unser Fahrpedal, unser ganz normales Gaspedal, in diesem Fall, wenn wir TMS auf unseren Joystick gelegt haben, komplett vergessen. Wie fahren wir jetzt damit? Also auch hier haben wir natürlich wieder unsere Beschleunigungsrampen, wie vorher auch schon, und auch unsere Tempomaten. Und wir fahren hier jetzt auch genauso wie ohne TMS. Also wir müssen unsere Aktivierungstaste genauso wieder drücken und den Joystick nach vorne oder hinten schieben, um eben vorwärts oder rückwärts zu fahren. Einziger Unterschied, wenn ich jetzt vorwärts drücke, wird auch wieder der Pfeil nach vorne angezeigt. Allerdings erhöht sich auch direkt die Motordrehzahl ein bisschen. Also er fährt jetzt nicht mehr im Standgas vorwärts, sondern passt direkt die Motordrehzahl ein bisschen an, also hebt die ein bisschen an. Gleiches auch, wenn ich rückwärts fahre, merkt man sofort, dass die Motordrehzahl von 800 auf 890 Umdrehungen angehoben wird. Also TMS passt dann entsprechend die Motordrehzahl direkt an. Und auch wenn ich jetzt weiter nach vorne tippe, beschleunigt der Trecker natürlich immer in den Beschleunigungsrampen, die ich ihm vorgegeben habe, also in dem Fall Beschleunigungsrampe 3, also immer in den Stufen und passt dann auch stufenweise seine Motordrehzahl an. Was jetzt allerdings anders ist zum Fahren ohne TMS, wenn ich jetzt einen Tempomaten voraktiviere, also jetzt in dem Fall C2, und den Joystick nur einmal kurz nach vorne mache und dann direkt nach rechts, ruft er sofort die maximale Geschwindigkeit ab, beziehungsweise versucht sofort zu der maximalen Geschwindigkeit hinzukommen, ohne dass ich irgendwie 1300 Motorumdrehungen oder so vorgeben muss, weil er eben die Motordrehzahl komplett selber anpasst. Also ich kann mal in Beschleunigungsstufe 1 machen, einmal vorwärts, nach rechts und er versucht direkt zu eben 55 km/h in diesem Fall zu beschleunigen. Und auch hier funktioniert natürlich die Wendeschaltung genauso wie ohne TMS, wenn ich also ein Stück vorwärts fahre, die Aktivierungstaste drücke, einmal nach links, reduziert ihr die Geschwindigkeit, vollzieht den Richtungswechsel und fährt in dem Fall in der gleichen Geschwindigkeit zurück, wie ich vorgefahren bin. Wie reduziere ich jetzt aber meine Geschwindigkeit, wenn ich zum Beispiel mit 55 km/h auf der Straße unterwegs bin, eine Ampel kommt, ich habe ja überhaupt kein Fahrpedal, was ich loslassen kann, dass er halt von der Geschwindigkeit runtergeht. Also entweder könnt ihr auch hier wieder den Joystick stufenweise immer zurückziehen, dass er ein bisschen von der Geschwindigkeit runtergeht, aber eben niemals nach hinten gezogen halten, dass es zu diesen extremen Schubsituationen kommt und da große Drücke im Getriebe oder so entstehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eben auf diese Ampel zu, oder sagen wir mal, ihr fahrt auf eine scharfe Kurve zu, wo ihr wisst, ihr könnt da nur mit 40 durchfahren statt mit 50, dann könnt ihr früh genug immer stufenweise schon mal ein bisschen zurückziehen, dass ihr die Geschwindigkeit ein bisschen reduziert. Wenn ihr aber auf eine Ampel zufahrt, solltet ihr den Joystick einfach gar nicht beachten, sondern direkt die Betriebsbremse hinzunehmen und den ganzen Zug komplett runterbremsen bis auf 0 km/h. Also den Joystick braucht ihr eigentlich gar nicht anfassen. Ihr könnt also die Bremse getreten haben, bis ihr komplett steht. Aber Achtung, wenn ihr die Betriebsbremse wieder loslasst, fährt der Schlepper auch weiter. Also ihr müsstet dann entweder die Handbremse, also die Feststellbremse einmal anziehen oder hier die Neutraltaste drücken, damit der Trecker dann nicht weiterfährt. Aber sonst, wenn ihr wieder anfahrt, könnt ihr die Bremse wieder loslassen, einfach ein Tempomat reinmachen oder sowas und der Trecker beschleunigt wieder zu der maximalen Geschwindigkeit, die ihr hinterlegt habt. Wenn ihr diesen Beschleunigungsprozess abbrechen wollt, könnt ihr auch einmal wieder einfach zwischendurch einmal nach hinten ziehen und dann ist er aus der Beschleunigung raus und fährt halt mit der Geschwindigkeit weiter, die ihr angenommen habt. Auch hier funktioniert das Gleiche, wenn ihr kein Tempomat vorgewählt habt und bei einer gewissen Geschwindigkeit den Joystick nach rechts schiebt, habt ihr einen temporären Tempomaten aktiviert. Und dann sind wir auch schon bei Nummer 3, fahren mit TMS im Fahrpedalmodus. Um den Fahrpedalmodus zu aktivieren, müsst ihr hier neben der TMS-Taste dieses Fahrpedal einmal andrücken, sodass beide LEDs leuchten. Und dann wird euch zusätzlich hier im Terminal nicht nur hier TMS angezeigt, sondern wie ihr seht, wird diese Fahrgeschwindigkeit hier auch grün hinterlegt. Und diese Fahrgeschwindigkeit könnt ihr an dem Drehrad neben den Linearmodulen einstellen, also die Fahrpedalauflösung.
Wenn ihr das Drehrad weiter nach hinten dreht, geht ihr auf 5 km/h und ganz nach vorne eben die maximale Geschwindigkeit, in dem Fall 55,1 km/h. Der Fahrpedalmodus unterscheidet sich jetzt von dem anderen dahingehend, dass ich mit meinem Joystick die Fahrtrichtung einmal vorwähle und den Rest dann über das Fahrpedal mache. Allerdings die Motordrehzahl wiederum zu der Fahrgeschwindigkeit automatisch angepasst wird. Also ich drücke meine Aktivierungstaste, schiebe den Joystick einmal nach vorne und es passiert gar nichts, bis auf dass der Pfeil in meinem Bordinformator nach vorne leuchtet und nicht mehr beide blinken. Gleiches auch, wenn ich jetzt den Joystick nach hinten ziehe, einmal und die Aktivierungstaste dabei drücke, dann leuchtet der Pfeil nach hinten. So, also machen wir nochmal eben nach vorne. Und wenn ich jetzt mein Fahrpedal runterdrücke, dann setzt der Trecker sich in Bewegung nach vorne und versucht eben, wenn ich das Gaspedal voll durchdrücke, diese Geschwindigkeit zu erreichen, die ich hier vorgegeben habe. Also je weiter ich das Pedal durchdrücke, desto weiter kommt er zu dieser Geschwindigkeit hin. Wenn ich das also nur halb durchdrücke, ist auch nur irgendwie etwa halbe Geschwindigkeit. Und wenn ich das hier weiter runterschraube auf 5 km/h und jetzt einmal Gas gebe, dann merkt man auch, dass ich jetzt gerade mal 0,2 km/h fahre. Und wenn ich jetzt voll raufdrücke, dann würde er halt maximal diese 5 km/h fahren. Ich kann allerdings auch meine Tempomaten C1 und C2 noch mitnutzen. Also ich stelle hier einmal meine maximale Geschwindigkeit ein, wenn ich mein Fahrpedal komplett durchdrücke. Aber ich kann zwischenzeitlich auch meine Tempomaten annehmen. Also ich fahre jetzt zum Beispiel mal vorwärts. Habe hier meine 1,5 km/h auf meinen Tempomaten angenommen. Wenn ich jetzt einmal nach rechts mache, dann leuchtet er hier auch grün und fährt mit 1,5 km/h, ohne dass ich das Gaspedal drücke. Und wenn ich einmal den Joystick wieder nach hinten ziehe oder einmal aufs Fahrpedal drücke, dann nimmt er wieder den Fahrpedalmodus an und schmeißt den Tempomaten raus, den ich hier angenommen habe. Und auch wenn ich zurückfahre, ich fahre jetzt mit 2,3 km/h, ich kann jetzt aber auch beim Rückwärtsfahren den Tempomaten anmachen. So, jetzt reduziert er seine Geschwindigkeit auf 1,5 km/h, ist grün hinterlegt. Und wenn ich jetzt das Fahrpedal einmal wieder drücke, dann kann ich natürlich auch weiter beschleunigen oder loslassen und er reduziert seine Geschwindigkeit auf 0 km/h. Das heißt, wenn ich das Fahrpedal loslasse, reduziert er eben seine Geschwindigkeit auf 0 km/h, also rollt aus, bis er komplett steht und wartet erst wieder drauf, dass ich aufs Pedal rauftrete. Ich kann natürlich auch wieder meine Wendeschaltung hier links neben dem Lenkrad nutzen oder am Joystick, indem ich die Aktivierungstaste drücke und den Joystick nach links ziehe. Und ansonsten mache ich jetzt alles übers Fahrpedal. Also wenn ich durchdrücke, versucht er die Geschwindigkeit anzunehmen, die ich hier hinterlegt habe, passt selbstständig die Motordrehzahl an und das Ganze stelle ich halt über diese Fahrpedalauflösung neben meinen Linearmodulen hier ein. Und zwischenzeitlich kann ich ansonsten auch nochmal einen Tempomaten auswählen, den ich über meinen Joystick eben aktiviert habe. Was zudem auch funktioniert, wenn ich keinen Tempomat vorgewählt habe und ich fahre jetzt mal ein Stück vorwärts mit 2 km/h etwa, mache meinen Tempomaten an, kann ich mein Gaspedal auch loslassen. Also der temporäre Tempomat funktioniert auch in diesem Modus. Eigentlich eine super geile Geschichte. Hier ist es nun so, wenn ich eben auf der Straße zum Beispiel unterwegs bin, kann ich halt das Gaspedal immer wieder loslassen und irgendwie die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren bei einer Kurvenfahrt oder sowas. Und wenn ich auf eine Ampel drauf zufahre, lasse ich mein Gaspedal eben auch los und bremse einfach nur mit meiner Betriebsbremse komplett runter, bis ich stehe. Und wenn ich stehe, kann ich auch meine Bremse loslassen, weil der Trecker dann eben nicht weiterfährt. Der Pfeil leuchtet dann weiter nach vorne. Und ich kann dann auch aufs Gaspedal rauftreten und der Träger beschleunigt wieder vorwärts. Aber wenn er einmal steht, dann steht er auch und fährt er nicht vorwärts oder rückwärts oder sowas weiter. Wie wenn ich jetzt hier ganz normal im Joystick-Modus bin. Eine Besonderheit im Fahrpedalmodus ist allerdings die Schuberkennung. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem 18-Tonner-Zug im kopierten Gelände unterwegs bin und bergab fahre, dass der Träger erkennt, wenn geschoben wird und nimmt ganz langsam dann den Schub zurück. Wenn ich jetzt mit TMS im Joystick-Modus oder komplett ohne TMS unterwegs bin und mit einem 18-Tonner-Zug bergab fahre, dann merkt ihr auch, dass die Drehzahl auf einmal mächtig hochgeht. Dann müsst ihr unbedingt die Betriebsbremse dazu nehmen, dass ihr die Geschwindigkeit eben reduziert. Und auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, irgendwie die Neutraltaste oder sowas zu drücken und dann mit 70 km/h oder so in den Berg runterfahren und dann auch noch unten einkuppeln oder sowas. Dann fliegt euch alles auseinander. Also niemals machen, wenn ihr irgendwie bergab fahrt oder sowas und die Motordrehzahl hochgeht, die Betriebsbremse nutzen, um den Zug abzubremsen und dass da eben wieder keine extremen Schubsituationen entstehen, keine hohen Drücke im Getriebe oder Motor und dann sollte das passen. Also niemals eben in diese extremen Situationen kommen, sondern dann immer im Zweifel die Betriebsbremse nehmen und den Zug runterbremsen.
Aber wie gesagt, es gibt kein Patentrezept, was richtig oder falsch ist. Alles kann getriebeschonend sein und jeder muss es halt für sich selber wissen. Und wie ich bereits eingangs sagte, ich war sonst auch immer Team Joystick. Man hätte bei mir auch das Fahrpedal rausschmeißen können. Habe ich vielleicht mal zum Rückwärtsschieben von irgendeinem Anhänger oder sowas genutzt. Und mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders und passe meine Fahrweise eigentlich den verschiedenen Arbeiten an. Das Einzige, was ich eigentlich nie nutze oder gar nicht mehr nutze, ist halt komplett ohne TMS zu fahren. Also ich schwanke immer zwischen dem Fahrpedal oder dem Joystick-Modus. Ja, jetzt sagen bestimmt welche, TMS geht doch noch viel weiter. Man kann doch hier noch im Motor- und Getriebebereich noch einige Sachen einstellen und das verfeinern. Und jetzt hast du gar nicht drüber gesprochen, wie du damit ackerst und so. Ja, das kommt aber in den Fan Basics Teil 4, was man hier noch alles verfeinern kann. Schreibt gerne mal unten in die Videokommentare, welchen Modus ihr bei welchen Arbeiten nutzt. Seid ihr auch Team Joystick, Team Fahrpedal? Habt ihr vielleicht gar kein TMS auf euren Schlepper? Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, die vielleicht mal wissen müssen, wie man so ein Fan Vario fährt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Vor allem die Fan Basics Teil 4 demnächst. Und ja, ansonsten macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.